positive Identifikation des vom Verräter kommandierten Kreuzers. Verbindung mit taktischer Anzeige. Meinem Abfangkurs folgen. Bring uns sicher an den heftigsten Gefechten vorbei und setze uns an seine Flanke. Das Ziel unternimmt keine Ausweichmanöver. General, vordere Waffen aufgeschaltet und bereit. Feuer! Ihr Schild ist deaktiviert. Vordere Disruptoren geladen und aufgeschaltet. Feuer einstellen. Schilde senken. General, wir haben Sie. Ich erbitte die Ehre, den endgültigen Todesstoß setzen zu dürfen. Position an Ihrem hinteren Schild halten und auf meine Anweisungen warten. Ich mache diesem Spielchen nun ein Ende. Chefingenieur... Beame mich auf die Brücke des Verräters. Geschaffene Triebwerk ist mir egal. Ich will Chang. Schüttle ihn ab und bring uns in Position. Ohne dein Kopf wird mir als Schmuck. Kelnor, Sohn des Giochs. Ich fordere dich nach dem alten Ritual des Blutfriedens heraus. Deine Offiziere werden Zeugen sein. Chang, du bist hier nicht in einem Hörsaal der Akademie. Dies ist ein Kriegsschiff des Hauses Gioch. Dein Leben wurde in meine Hand gelegt, als du an Bord gebeamt wurdest. Es wird kein Duell geben. Unsere Ahnen haben so ihre Differenzen beigelegt. Das Ritual des Blutfriedens ist in der heutigen Zeit der Dekadenz nicht mehr allzu beliebt. Es ist jedoch noch bindend. Oder willst du vor deinen Männern deine Feigheit bloßstellen? Du bist ein Narr, Chang. Kanzler Lorak wird fallen. Seine Krankheit schwächt ihn zusehends. Er kann dem Hohen Rat nicht mehr vorstehen. Zieh diese Herausforderung zurück. Schließe dich mir an. Ich sichere dir einen Platz in meiner Regierung zu. Meine Herausforderung bleibt bestehen, Kelnor. Wenn es Loraks Schicksal ist, abgesetzt zu werden, gut. Dann werde ich sicherstellen, dass ein würdiger Nachfolger sein Erbe antritt. Nicht ein feiger Sohn des Gioch. Ah! Ah! Welche Worte Shakespeares fallen dir jetzt ein, Chang? Hättest du mein Angebot angenommen, hättest du deinen wahren Feind bekämpfen können. Nun bist du nur eine kleine Wanze auf meinem Weg nach oben. Glaubst du, hast gesiegt? Meine Familie wird mich rächen. Mein Fluch dich verfolgen. Ah! Armer Komödiant. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Ein Märchen ist erzählt von einem Blödling voller Klang und Wut, das nichts bedeutet. Nichts. So vielen Jahren des Übens und Lernens habe ich, Tholian, Sohn des Rohrbach, einen Platz in dieser Halle verdient. Allein für die Ehre meiner Familie hat sich die Mühe gelohnt. Doch was wird der General denken? Wird er erkennen, dass ich stark genug bin, meine Krieger in den Kampf zu führen? Wird er... Ich heiße euch in der klingonischen Eliteakademie der Verteidigungstruppen willkommen. Ihr habt eure Brüder auf dem Weg in diese ehrwürdige Halle übertroffen. Doch das ist nicht genug. In den kommenden Tagen werdet ihr geprüft und bis an eure Grenzen gefordert. Die meisten werden versagen. Und versagen bedeutet die sofortige Entlassung aus dieser Einrichtung. Vergangene Erfolge zählen hier nicht. Ich bin weder am Namen eurer Väter interessiert, noch an eurer Abstammung. Was mich interessiert, ist eure Belastungsgrenze. Wie werdet ihr euch im Kampf verhalten? Wie weit geht ihr, um eure Ehre zu wahren und eure Pflicht zu erfüllen? Dies sind einfache Fragen, die über das Schicksal unseres Imperiums entscheiden werden. Eines Tages wird es Krieg geben mit unserem wahren Feind, der Föderation. Manche verneinen dies, doch es wird geschehen. Bevor es dazu kommt, muss eure Rolle in diesem großen Konflikt feststehen. Diese Akademie wurde errichtet, um die besten Kriegsschiff-Commander der Galaxie auszubilden. Die wenigen von euch, die bestehen, werden sofort ein Kriegsschiff kommandieren. Diejenigen, die versagen, erleiden keine Schmach. Denn was immer euch beschieden ist, hier an der Akademie oder darüber hinaus, vergesst nie, ihr seid Klingonenkrieger. Klingonenkrieger. Ich habe euch die Herausforderung gestellt. Lasst uns nun die Einführung beenden und mit den Prüfungen beginnen. Welch glänzendes Heer von Kriegern! Voller Kampfeswillen! Seid ihr bereit, den Feind zu vernichten? Wirklich? Heute werdet ihr die ersten Kämpfe einer Kampagne bestreiten, deren Ziel die Zerstörung der Föderation ist. Dies ist keine echte Kampagne. Doch seid gewiss, sie ist härter als die Realität. Wenn ihr euch in meinen simulierten Kämpfen behaupten könnt, könnt ihr sie besiegen. Überall und jederzeit. Ich glaube, ihr wisst, wenn ein Gegner euch Böses will. Doch seid ihr wirklich bereit? Habt ihr euren Gegner gut beobachtet? Habt ihr seine Schwächen erkannt und seine Stärken beurteilt? Kennt ihr seine Hoffnungen und Ängste? Seinen Gegner kennen heißt, ihn besiegen, bevor ihr ihm ins Angesicht blickt. Wartet nicht, bis ihr ihm im kalten Weltraum begegnet, denn dort lernt ihr auf grausame Weise. In jedem künftigen Konflikt erwartet die Föderation einen gemeinsamen Angriff der Klingonen und Romulaner. Sie erwarten, dass wir Grenzgebiete erobern und uns verschanzen, um den Konflikt in die Länge zu ziehen. Deshalb werden wir nichts dergleichen tun. Wir beginnen mit einer Bresche in der berüchtigten neutralen Zone. Als Teil der Gorcha Gruppe 1 bereitet ihr den Weg für unsere schweren Angriffsgruppen. Die Sternenflotte hat mächtige Sensorsondennetze entlang ihrer Seite der neutralen Zone installiert, um uns zu beobachten. Obwohl ein getarntes Schiff normalerweise extrem schwer aufzuspüren ist, kann ein starkes Sondennetz es auf kurze Distanz erkennen. Wir müssen die Sondennetze der Sternenflotte unbemerkt zerstören, damit unsere Angriffsgruppen die neutrale Zone durchqueren können. Störkreuzer lauern entlang des Sondennetzes im Targa-Sektor. Wenn sie in Position sind und die Kommunikation unterbrochen ist, zerstört ihr die Sensorsonden und ihre Beobachtungsposten. Also, nähert euch jetzt unter Tarnung. Wir müssen sie überraschen. Auf zur Jagd! Seit eurer Kindheit kennt ihr das Symbol unseres Imperiums. Es trug im Lauf der Jahrhunderte viele Namen. Der geheimnisvollste Name lautet Herz der Tugend oder Tik-Gob in der alten Sprache. Das Herz der Tugend stammt von einer alten Waffe des unvergesslichen Kahless. Er soll die Waffe als Symbol für sein Haus gewählt haben und später für das Imperium, da sie gut ausbalanciert war. Doch das ist nicht ganz richtig. Kahless wählte diese Waffe, weil die drei Klingen die Tugenden darstellen, die jeden wahren Krieger auszeichnen. Ehre, Treue und Pflicht. Jede Tugend in perfekter Ausgewogenheit. Pflicht ist die erste dieser Tugenden. Sie ist der Ausgangs- und Endpunkt für den Weg des Kriegers. Ohne die Pflicht wird der Krieger zum Sklaven eitlen Ruhms und skrupelloser Selbstsucht. Ein wahrer Krieger könnte diese Fehler nie akzeptieren, weder bei seinen Kameraden noch bei sich selbst. Durch die Zerstörung ihres Sensorsortennetzes können wir nun die Stützpunkte und Außenposten der Föderation ausschalten. So wird ein sofortiger Gegenangriff unmöglich. Der Überraschungseffekt ist entscheidend. Die Sternenflotte darf erst von dem Angriff erfahren, wenn es zu spät ist. Wir werden weiterhin unsere Störkreuzer einsetzen, um ihre Hilferufe abzufangen. Doch es ist eure Aufgabe, jedes Schiff zu zerstören, das die Sternenflotte warnen könnte. Wenn ihr stärkeren feindlichen Truppen begegnet, greift sie nicht alleine an, sondern fordert von Commandern in der Nähe Hilfe an. Ich toleriere kein Streben nach Ruhm, das unseren Angriff gefährdet. Vergesst nicht, ein Zirkel nur im Wasser ist der Ruhm, der niemals aufhört, sich selbst zu erweitern, bis die Verbreitung ihnen nichts zerstreut. Ein wahrer Krieger strebt nie nach Ruhm. Der Ruhm findet ihn. Kaplan. Warum hat der General mich herbeordert? Habe ich versagt? Oder geht es um etwas anderes? Kurz, deine Leistung hat ein gutes Urteilsvermögen im Kampf gezeigt. Ich habe beschlossen, dir ein Geschwader zu unterstellen. Du hast den genauen Auftrag noch erhalten. Danke, General. Ich werde mich dieser Ehre würdig erweisen. Tu das. Noch irgendwelche Fragen? Ja, Sir. Zur Sternenflotte. Sie kämpft also nicht im Geist eines wahren Kriegers. Ich glaub dir, General. Doch was ist mit James T. Kirk? Ja, Kirk. Unbestritten ein guter Krieger. Sogar ehrenhaft. Im begrenzten menschlichen Sinne. Nur wenige wissen jedoch, dass Kirk ein Klingone ist. Sir? Unser Volk hat die Sterne lange vor den Menschen bereist. In der Frühzeit der Erde strandete ein unglückseliger Klingone dort und vereinte sich mit den Bewohnern. Daraus gingen mehrere Generationen später James T. Kirk hervor. Dies ist die einzig annehmbare Erklärung, warum er ein so exzellenter Krieger ist. Spaß beiseite, Torlek. Die Menschen verfügten einst über eine, in unseren Augen primitive, Kriegertradition, die vielversprechend war. Doch sie haben sich von ihr abgewandt. Er ist nichts anderes als eine Verirrung in einem Volk, das sein Erbe verriet. Sie gleichen in nichts dir und mir. Abgesehen von Kirk sind sie keine Krieger. Ist damit deine Frage beantwortet? Jawohl, Sir. Na gut. Noch etwas, Tolek? Commander Togmak und ich setzen große Hoffnung in dich. Wegtreten. Dies ist also die Antwort. Poliert die Klinge der Pflicht. Schärft sie, dass sie alles durchbohren kann. Doch glaubt nicht, ich sei genug. Die längste Klinge des Herzens der Tugend ist die der Ehre. Sie ist am schwersten zu meistern. Es heißt, er ist des Lebens einziger Gewinn. Ich lebe in ihr und will für sie sterben. Was ist Ehre? Ehre ist das absolute und selbstlose Befolgen aller Tugenden. Wahrheit, Mut, Aufrichtigkeit. Sie bedeuten Ehre. Und doch ist sie mehr. Sie ist das Feuer, das den Unterschied zwischen einem bewaffneten Wilden und einem wahren Krieger erleuchtet. Das Licht, das euch auf eurem Weg als Krieger begleitet. Wir haben eine Bresche in die Verteidigung der Sternenflotte geschlagen. Sie kennen zurzeit weder ihre Verluste, noch die Stärke unserer Truppen. Sie werden uns deshalb in heftige Kämpfe verwickeln, um die Vergrößerung dieser Bresche aufzuhalten. Doch das lassen wir nicht zu. Unser wahres Ziel liegt tief im Raum der Föderation. Der Großteil unserer Flotte wird getarnt in diesen Bereich vordringen. Ich habe euch in 4 Geschwader von je 3 Birds of Prey unterteilt. Eure Aufgabe ist es, der Föderation zu bestätigen, dass wir unsere unmittelbaren Grenzen ausdehnen wollen. Ihr müsst schnell zuschlagen und den Eindruck erwecken, an 2 Orten zugleich zu sein. Greift alle Ziele an, doch meidet die gut Verteidigten. Fordert Unterstützung von nahen Angriffstruppen an. Die Sternenflotte wird im günstigsten Fall annehmen, dass wir den Großteil unserer Truppen in Sektoren an der neutralen Zone zusammenziehen. Einzelaufträge werden nach begonnener Prüfung erteilt. Das ist alles. Kappler! Seht euch in dieser ehrwürdigen Halle um. Was seht ihr? Viele eurer Kameraden sind nicht mehr. Doch ihr seid hier. Und so sollte es sein. Die Schwachen müssen ihren Platz den Starken überlassen. Doch werdet deshalb nicht unvorsichtig. Ihr wisst ja, Sicherheit ist des Menschen Erbfeind jederzeit. Alle wahren Krieger bereisen denselben Strom des Blutes. Die Schmach des Einzelnen trifft uns alle. Wenn einer den Heldentod stirbt, teilen wir alle diesen Ruhm. Kein wahrer Krieger toleriert die ungerechte Schande eines anderen, noch neidet er ihm die Früchte eines wohlverdienten Sieges. Denkt daran! Und ihr seid nahezu perfekt in der Beherrschung des Herzens der Tugend. Vergesst es, und ihr seid wie eure Kameraden dem Untergang bestimmt. Aus diesem Grund steht die letzte Klinge des Herzens der Tugend für Treue, da uns allen der gleiche Weg bevorsteht. Eurer bisherigen Leistung gebührt Lob. Wie erwartet hat die Sternenflotte auf unsere Anstrengungen mit einem starken Militärschlag reagiert, um unsere Truppen entlang der neutralen Zone festzuhalten. Dies bedeutet, dass sie davon ausgehen, dass wir neue Gebiete entlang der Grenze erobern wollen. Wir bestärken diese Annahme mit weiteren Blitzangriffen. Der Feind soll glauben, dass unsere Truppen im Gebiet viel zahlreicher sind. Doch Vorsicht! Die Ziele sind aufgrund ihrer Verstärkung viel besser verteidigt. Greift sie nicht an. Meldet sie der nächsten schweren Angriffsgruppe. Denkt daran! Ihr seid die Angriffsspitze einer Täuschung, die letztendlich den Untergang der Föderation bedeutet. Nun geht. Und versagt nicht! Aufgrund des Kotbawal-Festes ist die Akademie für mehrere Tage geschlossen. Endlich könnte ich meinen Vater sehen. Doch inmitten der Festlichkeiten beordert mich der General zu sich. Warum so dringend und geheim? Darling. Ich habe dich aus einem besonderen Grund hierher befohlen. Bevor ich fortfahre, muss ich deiner Unterstützung und deines Schweigens sicher sein. Du hast mein Versprechen, General. Gut. Ich denke, dass du von dem Versuch, Kanzler Lorak zu stürzen, gehört hast. Und von den Gerüchten über die schwache Gesundheit des Kanzlers. Ja, General. Ich bin sicher, das ganze Imperium hat von diesen Gerüchten erfahren. Ich kann nun bestätigen, dass sie zutreffen. Ich dachte, die Bedrohung durch das Haus Gioch wäre vorüber. Doch ich hatte Unrecht. Kelnor hat einen Halbbruder namens Melkor hinterlassen. Meine Quellen besagen, dass Melkor einen zweiten Versuch vorbereitet, Loraks Regime zu stürzen. Ich kenne Zeit und Ort eines Treffens von Melkor mit den Anführern 4 anderer Häuser. Verstehst du nun, warum du hier bist? Ja, Sir. Ich denke schon. Ich habe ein Testmodell eines Bird of Prey erworben, das über ein extrem empfindliches Sensorensystem verfügt. Damit kannst du Melkors Treffen belauschen. Übernimm das Kommando dieses Schiffes, steuere getarnt mit Warp das Krios-System an und spüre Melkors Flaggschiff auf. Du musst dich bis auf 50 Meter an seine Brücke manövrieren und zum Stillstand kommen. Aus dieser Entfernung kannst du das Sensorensystem aktivieren und das Treffen überwachen. Hast du noch Fragen zu dieser Mission? Ich bin zutiefst geehrt, für diesen Spezialauftrag auserwählt zu sein, General. Doch warum wurde ich gewählt? Ein Auszubildender und kein erfahrener Commander. Meine Leute und ich werden von Verbündeten des Hauses Gioch beobachtet. Wir können dieses Unternehmen nicht unbemerkt durchführen. Deshalb muss ich jemanden beauftragen, der nicht direkt mit mir in Verbindung steht. Nach Überprüfung deiner Unterlagen bin ich überzeugt, dass du der Einzige bist, dem die Mission gelingen kann. Ich schicke nicht gern einer meiner Auszubildenden an meine Stelle. Doch die Situation erfordert es. Das Imperium ist dem Untergang geweiht, wenn das Haus Gioch seine Pläne durchsetzt. Was ich von dir verlange, hat nichts mit deinem Studium hier zu tun. Es ist auch wichtig für die Zukunft des Imperiums. Ich wünsche dir viel Glück, Jarjek, Sohn des Rohrbach. Kapla! Auf den Stern. Ich habe es geschworen. Ich bin mit meinem Haus bereit, dich zu unterstützen. Doch wir müssen deine genauen Pläne kennen, bevor wir uns öffentlich erklären. Keinesfalls will ich, dass ihr euch öffentlich erklärt. Zur gegebenen Zeit werde ich alles enthüllen. Bis dahin müsst ihr warten. Geduldet euch. Warten. Lorak ist jetzt am schwächsten. Wir müssen jetzt zuschlagen. Ich werde aufsteigen auf meinem rechtmäßigen Platz als Anführer der Klingonen. Es ist mir bestimmt. Doch es wird auf eine Art und Weise geschehen, die ich entscheide. Ihr könnt mir folgen und am künftigen Ruhm teilhaben oder nicht. Ihr habt die Wahl. Doch wenn ihr mir folgt, müsst ihr gehorchen. Entscheidet! Fürchtet ihr die Gefahren? So werde ich kein Wort mehr verschwenden und euch als Feinde ansehen. Gut, nun geht. Ihr könnt euch direkt aus diesem Raum ausbeben. Ich werde euch in den kommenden Wochen kontaktieren. Kaum bin ich vom Krios-System zurückgekehrt, befinde ich mich schon wieder beim General. Darling. Glückwunsch zu dieser gelungenen Mission. Mein Vertrauen in dich gerechtfertigt. Danke, General. Ich habe mir den kodierten Bericht angesehen. Die von dir gesammelten Daten werden bald wichtig werden. Mit Freude teile ich dir mit, dass du befördert wirst. Du wirst an den Besprechungen der Angriffsflotte teilnehmen und Ausbilder Proctal Bericht erstatten. Er ist Commander des Zugwald. Du erhältst das Kommando über einen leichten Kreuzer. Bevor du wegtrittst, hast du noch Fragen? Sir, wann wird Melkor gegen den Kanzler vorgehen? Schwer zu sagen. Wenn er wartet, bis Lorak stirbt, wird der Hohe Rat sofort einen Nachfolger ernennen. Melkor muss jetzt handeln, während noch die Unsicherheit herrscht, nicht später. Nun gut, du musst dich mit einem neuen Kommando vertraut machen. Wegtreten. Das bringt mich zum nächsten Thema, das Feld des Todes. Das ist der Ort, an dem der Kampf stattfindet. Es kann ein Berggipfel oder der Rand eines schwarzen Loches sein. Wichtig ist, dass ihr diesen Ort beherrscht, wie ihr euren Feind beherrscht. Welches Gelände ist bei einem schnellen Angriff von Vorteil für euch und zum Nachteil des Feindes? Wo nehmt ihr Aufstellung, um einem übermächtigen Feind so viel Schaden wie möglich zuzufügen? Der Krieger, der seine unmittelbare Umgebung zu seinem Vorteil nutzen kann, hat das Feld des Todes gemeistert. Er wird unantastbar und nimmt seinem Feind jegliche Chance. Darum besagt der Kodex von Voxun, dass für einen Meisterkrieger der Boden den Feind verschlingt und die Luft all seine Gegner erwürgt. Darum frage ich euch nun, wo ist der Feind? Seid ihr des Feldes Herr? Wo nicht? Was ruht ihr, bis ihr es seid? Während die Sternenflotte ihre Truppen in diesem Gebiet positioniert, dringt unsere Flotte getarnt tief in ihr Territorium zum Sammelgebiet vor. Wir befinden uns nun in der Aktionsphase, in der wir Versorgungsvorposten im Föderationsraum einrichten müssen. Dazu verwenden wir mobile Versorgungsbasen, die in Modulteilen transportiert werden. Die Zugwald-Angriffsflotte begleitet eine der Basen zu einem geheimen Ort. Ich warne euch jedoch. Diese Module können nicht mit hoher Warpgeschwindigkeit transportiert oder getarnt werden. Ihr müsst überlegt vorgehen, um diese Basis sicher an ihren Bestimmungsort zu bringen. Nun geht. Und versagt nicht. Kapla! Wach auf, du nichtsnützige Sackgekröte! Die Sternenflotte setzt eine neue Taktik gegen unsere Kriegsschiffe ein. Zivile Forschungsstationen koordinieren Sensorabtastungen über lange Strecken. Damit ist jedes Vorgehen in diesem Sektor unmöglich. 2 unachtsame Geschwader gingen deshalb verloren. Und wir können nicht auf zusätzliche Unterstützung warten. Wir müssen diese Stationen zerstören, um die mobile Basis begleiten zu können. Kadett Tolek, du und die Kadetten Jarjek und Kempek begebt euch zum Petra-System, wo ein Föderationsspäher seinen Bereich des Sensorennetzes aufrechterhält. Der Späher muss zerstört werden, sofort! Ist das erledigt, müsst ihr weiter zum Janus-System zum Neuformieren mit der Einsatzgruppe. Ihr anderen hirnlosen Menschenverschnitte! Folgt mir zu unserem nächsten Ziel. Los! Ich frage euch nun, welche 3 Dinge machen die Föderation zu einem mächtigen Gegner? General, es sind ihre natürlichen Ressourcen, ihre Wirtschaftskraft und ihr wissenschaftliches Wissen. Gott, warum? Die Antwort liegt in ihrem politischen Geschick. Sie hat erfolgreich zahllose Welten verschiedener Völker geeint, ihre Ressourcen geplündert, ihre Technologien assimiliert und ihren Reichtum an sich gerissen. Dies ist ihre Stärke und auch ihre größte Schwäche. Ihre Größe ist schwer zu verteidigen, ihre Ressourcen sind in Raum und Zeit verstreut und ihr politisches System umständlich. Diese Völker wurden nicht durch natürliche Eroberung Teil der Föderation, sondern durch Diplomatie. Dies ist auch der Schlüssel, der die Föderation zu einer brüchigen Einheit macht. Eine Einheit, die bald zerfällt. Im Krieg ist es Sitte, jeden Vorteil zu nutzen. Durch die erfolgreiche Aufstellung der mobilen Basen können wir tief in das Territorium der Föderation vordringen. Vor euch seht ihr eine taktische Anzeige des andorianischen Raums. Ihr könnt alle wichtigen, günstigen Ziele angreifen. Es gibt nur eine Einschränkung. Greift keine anderen menschlichen Ziele außer den Schiffen der Sternenflotte an. Die Andorianer werden denken, diese Angriffe seien Vorboten unserer Eroberung ihres Raums. Sollen sie das nur glauben? Das verursacht einen politischen Rückschlag, der die Sternenflotte zwingt, ein strategisch unwichtiges Gebiet zu sichern. Dies und die entlang der neutralen Zone stationierten Ressourcen bedeuten eine Schwächung der Föderation. Seid blutig, kühn und fest. Nach jeder neuen Schlacht heulen neue Witwen und neue Waisen schreien. Jammern sollen sie beim ersten Anblick ihres eigenen Blutes. Sagt mir, über welche Waffen verfügt ein leichter Kreuzer? General, der leichter Kreuzer verfügt über das volle Sortiment von Disruptorkanonen. Am vorderen Bogen hat er... Falsch! Ich frage dich, über welche Waffen ein Schiff verfügt und du hältst eine Abhandlung zur Konstruktion. Ist das hier eine Kriegerakademie oder eine Ingenieursschule? An Bord eines Kriegsschiffes ist alles eine Waffe. Seine Traktorstrahlen können einen Gegner in Stücke zerlegen. Seine Transporter können verheerende Stöße abgeben. Diejenigen, die diese Prinzipien beherrschen, siegen. Wer sie nicht beherrscht, stirbt einen ruhmreichen, doch nutzlosen Tod. Laut Geheimdienstberichten haben die Andorianer offiziell Beschwerde beim Föderationsrat eingelegt, nachdem die Sternenflotte beim Sichern der Andorianischen Republik versagt habe. Diejenigen, die die andorianische Kultur studiert haben, erkennen in diesem vorhersehbaren Verhalten Anzeichen ihrer natürlichen Streitsucht. Die Situation hat zu einem Treffen zwischen hohen Sternenflottenvertretern und dem andorianischen Botschafter Megia geführt. Unsere Späher haben dies vorhergesehen und ihn deshalb verfolgt. Er wird von einem schweren Schlachtkreuzer begleitet. Wir wissen, wo er ist. Die Suchwaldangriffsflotte wird den Botschafter abfangen und seine Eskorte zerstören. Begebt euch an Bord seines Schiffes, nehmt ihn fest und bringt ihn sicher zurück zum Verhör. Das ist alles. Kapla! Ihr habt die Bedeutung der 3 Tugenden und wie sie angewandt werden verstanden. Doch verstehen bedeutet nicht Beherrschung. Die wahre Beherrschung erfordert perfektes Gleichgewicht. Darin liegen Herausforderung und Geheimnis des Herzens der Tugend. Jeder Krieger, der in einem Aspekt versagt, ist dem Untergang geweiht. Deshalb frage ich euch, ist eure Ehre perfekt? zeichnet ihr euch durch absolute Pflicht und Treue aus. Jedes Kriegers Pflicht gehört dem Imperium. Jedes Kriegers Seele ist sein eigen. Dieses Gleichgewicht zu erreichen, dauert vielleicht ein Leben lang. Es kann nicht erlernt werden. Ihr müsst es selbst finden, während ihr den Strom des Blutes bereist. Aufgrund unserer erfolgreichen Festnahme von Botschafter Megia fordern die Andorianer nun von der Sternenflotte, ihr Territorium zu sichern. Allerdings gibt es Spannungen an der Grenze zwischen dem klingonischen und tholianischen Imperium. Die Tholianer haben auf unser kurzes Eindringen in ihren Raum aggressiv reagiert. Tholianische Kriegsschiffe wurden in unserem Territorium gesichtet. Sie zerstörten einige Reservekreuzer und wichtige Beobachtungsposten. Die Lage ist momentan unsicher. Wir können keine zweite Front mit den Tholianern halten. Deshalb befehle ich, dass die Sogwald-Angriffsflotte die Tholianer abfängt, die unsere Grenzen überquert haben. Findet heraus, was sie wollen und entschärft den Konflikt um jeden Preis. Ich wiederhole, die Situation darf unter keinen Umständen eskalieren. In jedem Fall müsst ihr die Lage entschärfen. Schirm. Torlek, was ist passiert? Colonel. Ich bin auf die tholianische Angriffsgruppe gestoßen. Und deshalb verlässt du das dir zugeteilte System? Warum hast du keinen kodierten Bericht geschickt? Ich habe eine Lösung für die Krise mit den Tholianern. Lösung? Colonel, tholianische Kriegsschiffe kommen aus dem Interphasenraum, packen vor Steuerbord und achten an. Was? Wir sitzen in einem Energienetz fest. Beim Fahr. Schilde aktivieren, alle übrige Energie auf Impulstriebwerke umleiten. Was hat das zu bedeuten? Ich habe die Tholianer hergebracht, Colonel. Sie suchen dich wegen des Todes ihres Ratsmitglieds. Wenn sie dich haben, werden sie sich aus dem klingonischen Raum zurückziehen. Ich fürchte, Changs Befehle waren eindeutig, Sir. Er wies uns an, die Lage um jeden Preis zu entschärfen. Du Betokchai! Du Nokchai Sabadatokek! Du verrätst mich an diese ehrlosen Rüpel! Ich werde dir die Augen ausreißen und sie den deinen zum Fraß! Es ist vorbei. Ich werde entlassen, ich weiß es. Ich habe die Prüfung nicht bestanden. Trotzdem weiß ich nicht, wie es ehrenhaft hätte vermieden werden können. Wie wird mein Vater diese Schande durch seinen Erstgeborenen ertragen können? Wie werde ich mit dieser Niederlage leben können? Wir müssen ein Viertel unserer Truppen umleiten, weil du deine Befehle missachtet hast. Wenn du keinerlei Pflichtbewusstsein hast, solltest du vielleicht in der Sternenflotte der Föderation dienen. Soll ich Kontakt mit ihr aufnehmen und dich wärmstens empfehlen? Antworte! Ich übernehme dafür nicht die Verantwortung, General. Die Befehle konnten nicht ehrenhaft ausgeführt werden. Diese Mission musste scheitern. Diese Mission war in der Tat eine einmalige Prüfung. Sie sollte Ehre und Pflicht in direkten Konflikt bringen, um festzustellen, welche Tugend du aufgeben würdest. Im Kampf, Torlek, geraten die Tugenden eines Kriegers häufiger in Konflikt, als er zugeben würde. Wir prüfen dich, um dich auf einen solchen Konflikt vorzubereiten. Werde nur ich auf diese Weise geprüft? Nein, jeder Auszubildende wird diesem Test unterzogen. Als Colonel Proctal hier studierte, fand er diese Prüfung auch merkwürdig. Er war so aufgebracht, als ich ihn kritisierte, dass er seinen Dolch zog und mich herausforderte. Ich lachte ihm ins Gesicht. Daraufhin ließ er davon ab. Dann bin ich also nicht von der Akademie entlassen. Niemand wird entlassen, weil er diese Prüfung nicht schafft. Doch hättest du die Ungerechtigkeit deiner Lage nicht hinterfragt, hätte ich dich an dein Versagen glauben lassen. Jedenfalls wirst du diese Lektion nie vergessen. Ich habe dich zu Robtach versetzt an der schweren Angriffsflotte, unter Ausbilder Kmak. Er hat viel Gutes über dich gehört und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. Das ist alles, Torlek. Wir haben noch nicht vom Beherrschen der Furcht gesprochen. Furcht ist wahre Macht. Nicht Kriegsschiffe, nicht Disruptoren oder eine Vielzahl von Waffen. Die Furcht schafft Unordnung und statt zu schirmen, verbundet sie. Beherrscht die Furcht eures Gegners, um ihn zu euren Sklaven zu machen. In seinem Herzen muss ein Krieger erst seine eigene Furcht besiegen. Aus diesem inneren Kampf geht ihr entweder als Verlierer oder als strahlender Sieger hervor. Jeder große Klingonenkrieger war Meister der Furcht. Botschafter im Gia war uns gegenüber sehr großzügig. Er hat bestätigt, dass zwischen der Föderation und ihren nichtmenschlichen Mitgliedern Spannungen herrschen. Er berichtet von einer zweiten Babel-Konferenz zwischen einigen nichtmenschlichen Föderationswelten im Solidax-System. Ihre gemeinsame Sicherheit soll diskutiert werden. Die Andorianer wollen eine unabhängige Allianz mit den Gorn eingehen, wenn die Sternenflotte sie nicht schützen kann und so eine neutrale Partei im Konflikt wird. Die Sternenflotte wird zweifellos beim Treffen ihre Stärke demonstrieren und sei es, um sich Respekt zu verschaffen. Doch wir werden das Gleiche tun. Die schwere Robtach-Angriffsflotte schlägt bei der Eröffnung der Konferenz mit aller Wucht zu. Der Befehl lautet, alle Schiffe der Sternenflotte zu zerstören und die Verteidigung auszuschalten. Die Konferenz wird aber nicht angetastet. Wenn ihre Furcht am größten ist, werden wir sie in Panik versetzen. Ich habe dir Kmak gerufen. Auf den Schirm. Auf den Schirm. Ein perfekter Tag zum Sterben für die Elite der Sternenflotte. Leider wissen sie den von uns bereiteten ruhmreichen Tod nicht zu schätzen. Kadek Tolek, du führst Jarjek, Kempek und Koporak zum Mentrax-System und zerstörst alle Föderationstruppen, auf die ihr stoßt. Die übrigen Geschwader greifen die Systeme der Umgebung an. Wenn diese Angriffe erfolgt sind, formiert ihr euch im Solidax-System für einen Angriff auf die Babel-Konferenz. Vor allem bleibt ruhig und achtsam. Ich habe dem General den vollen Erfolg versprochen. Und ich bin sicher, dass ihr alle fehlerlos eure Pflicht erfüllen werdet. Nun aktiviert die Tarnung und begebt euch zu dem vorgegebenen Ziel. Kmak, Ende. Die Graduierung steht bevor. Ebenso nähert sich unsere Kampagne gegen die Föderation dem Höhepunkt. Diese Mission ist die Krönung all dessen, was ihr gelernt habt. Ihr habt die 5 Prinzipien eines wahren Kriegers erlernt und könnt sie anwenden. Wie Sinn in Wahrheit ist Wahrheit in Tugend. Ihr besitzt die Werkzeuge, in jeder Lage erfolgreich zu sein. Die Lektion, die euch in diese Prüfung führen soll, besagt, dass Sieg immer möglich ist, egal in welcher Situation. Der Nebel des Krieges mag ihn verhüllen, doch er ist immer da. Wegen unseres Erfolges bei der Babel-Konferenz muss die Föderation und allen nichtmenschlichen Welten an der neutralen Zone Schutz bieten. Ihre Möglichkeiten sind eingeschränkt. Jetzt können wir uns mit unserem wahren Ziel befassen. Während sie ihren Gegenangriff auf unsere scheinbaren Versorgungslinien an der neutralen Zone vorbereiten. Es gibt allerdings einen wichtigen Punkt zu bedenken. Die Sternenflotte hat eine Militärwerft, die der schnellen Überholung alter Kriegsschiffe dient. Sie wird von einer Kampfstation der Föderation stark verteidigt. Normalerweise ist eine schwere Angriffsflotte zur Zerstörung einer Kampfstation nötig. Doch wir haben gerade keine. Ihr zerstört die Station, die Planetenwerft und alle feindlichen Kriegsschiffe, auf die ihr stoßt. Meines Wissens wurde dies noch nie unternommen. Doch ihr müsst einen Weg finden. Kmak gerufen. Frequenz öffnen. Auf den Schirm. Kadetten, wir werden mit der Vernichtung des Feindes in der Nähe der Föderationswerft beginnen. Wenn das erledigt ist, werden wir die Werft und die Kampfstation angreifen. Doch der Plan für den Angriff auf die Kampfstation muss noch festgelegt werden. Diese Mission soll eure strategischen Fähigkeiten testen. Der General und ich haben deshalb beschlossen, euch diese Entscheidung zu überlassen. Kmak, Ende. Sir, die Kopong, Potschak und Jepot rufen uns. Die Kadetten Jarjek, Kempek und Koporak fordern eine Konferenz. Auf den Schirm. Jetzt dreht er völlig durch. Die Angriffsphaser dieser Station werden uns zerlegen wie ein totes Tark. Chang ist auf beiden Augen blind, wenn er das ernst meint. Pah! Dein Jammern ist abstoßend, Koporak. Wir werden sie überrumpeln. Wir werden uns unter Tarnung nähern und setzen dann starke Waffen ein. Damit brechen wir ihr Schild. Wenn wir getarnt, schnell und effektiv sind, können wir Angriffswellen standhalten, bis die Station zerstört ist. Dann bist du so blind wie Chang, Jarjek. Meine Sicht ist gut genug, um dich ins Visier zu nehmen. Dann komm und stell dich mir, Takek Jay. Ich werde sogar nett genug sein, dich zu warnen, bevor ich schieße, falls du nicht sehen kannst. Genug! Chang sagte, es gibt immer einen Weg zum Sieg. Es muss eine Möglichkeit geben. Bist du dir da sicher? Das ist nicht das erste Mal, dass der General uns in eine solche Lage bringt. Wie sollen wir einen der Schilde der Station überwinden, ohne den Großteil unserer Kriegsschiffe zu verlieren? Warum bist du denn hier, Kempek? Hast du kein Kampfgespür? Sollen wir etwa die Kampfstation höflich bitten, die Schilde zu senken? Warum nicht? Was? Wir sollen die Kriegsschiffe der Sternenflotte zerstören, korrekt? Warum nicht eins kapern? Wir zwingen das gekaperte Schiff, einen Notruf zu senden, indem sie angeben, dass sie Verletzte an Bord haben und andocken müssen. Wenn es sich nähert, aktiviert unser Bordteam eine Selbstzerstörungssequenz. Die folgende Explosion müsste die Schilde der Station deaktivieren und uns den Angriff ermöglichen. Und ich dachte, dass die Akademie keine Romulaner aufnimmt. Sehr clever, doch das funktioniert nicht. Die Station wird das Andocken nie zulassen, nicht einmal für Verwundete. Dieser Plan ist noch dümmer als der von Jarjek. Ich habe genug. Tolek, du triffst die Entscheidung. Ja, Tolek, du hast uns schon einmal zum Sieg geführt. Tu es wieder, damit Koporak Ruhe gibt. Noch ein Geheimtreffen mit dem General. Ich hoffe nur, die Lage hat sich nicht verschlechtert. Tolek, die gesammelten Informationen waren hilfreich. Doch es besteht noch Ungewissheit in Bezug auf Melkors Pläne. Ich habe dich hier beordert, weil noch ein Treffen stattfindet, diesmal im Tararach-System. Wie zuvor musst du es beobachten. Wir müssen unbedingt erfahren, was Melkor vorhat, wenn wir ihn aufhalten wollen, bevor das Imperium in einen unsinnigen Krieg verwickelt wird. Dein Transporter bricht in einer Stunde auf. Kapla! Stürzen. Auf den Schirm. Wir haben genug, Melkor. Du musst deine Pläne enthüllen sofort. Kein Grund zu jaulen wie ein abgestochener Drohling. Ich bin nun bereit, euch alles zu enthüllen. Auch welche Unterstützung ich von außerhalb des Imperiums erhalte. Doch zunächst gibt es denn noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Ach was? Jawohl, Sir. Hast du vermehrte Neutrino-Emissionen festgestellt? Wir können deine Befehle jederzeit ausführen. Dann tu es. Unseres letzten Treffens entdeckte mein früherer Wissenschaftsoffizier einen Anstieg an Neutrino-Emissionen. Untersuchungen ergaben, dass ein Spion in der Nähe dieses Schiffes lauerte und das Treffen beobachtete. Der Wissenschaftsoffizier entdeckte dies zu spät, um ihn festzunehmen. Sein Nachfolger hat seine Pflicht gut erfüllt. Gerade noch geschafft. Wie wird der General wohl mein Versagen aufnehmen? Dalek, ich freue mich über deine sichere Rückkehr. General, ich bedauere, dass ich die gewünschten Informationen nicht erhalten konnte. Vergiss es einfach. Uns konnte vorhersehen, dass Melkor von dieser Operation wusste oder seine Falle ahnen. Dennoch, es erzürnt mich, dass wir unsere Ressourcen vergeuden müssen, um die Pläne dieses Narren zu durchkreuzen. Wo unser wahrer Feind jeden Tag stärker wird. In nur wenigen Stunden wirst du deine letzte Prüfung der Akademie absolvieren. Für diese Mission habe ich dich zu meiner Planetenangriffsflotte versetzt. Bevor du gehst, hast du noch Fragen? Vergebung, Sir, doch ich weiß noch nicht alles über die Föderation. Sie ist also der wahre Feind. Warum ist sie unsere größte Bedrohung? Die Föderation stellt die Antithese unserer Werte dar. Nach klingonischen Werten muss der Starke herrschen. Die Föderation schützt und fördert die Schwachen. Für uns ist Ehre das Prinzip, nach dem wir leben und sterben. Für sie ist es eine verschwommene Idee, auf die sie keine Taten folgen lassen. Doch es sind nicht ihre sogenannten Werte, die sie zur großen Gefahr machen. Es ist ihre im System verankerte Politik der Subversion. Sag mir, siehst du dem Tag freudig entgegen, an dem der wahre Krieger nichts mehr bedeutet? Natürlich nicht, General. Aber die Föderation tut es. Sie hat die Kultur jeder Gesellschaft, mit der sie lebt, erfolgreich untergraben. Wenn wir uns ihrem Einfluss aussetzen, würde sie uns korrumpieren, wie sie es mit allen anderen getan hat. Dies ist meine letzte Ansprache. Sie kennzeichnet das Ende der Ausbildung an der Akademie und eure Abschlussmission. Ob ihr bei dieser Prüfung versagt oder besteht, ich bitte euch nur, vergesst nicht, dass ihr alle Klingonen seid. Das Erbe in eurem Blut verleiht euch Stärke und ruft Angst in den Herzen eurer Feinde hervor. Die Hoffnung aller Klingonen ist es, im Dienste des Imperiums zu sterben. Es ist keine Schande, einem stärkeren Feind zu erliegen, wenn euer Herz rein ist, eure Taten aufrichtig. Was ihr gelernt habt, wird euch in allen künftigen Schlachten nützen, bis ihr einen ehrenhaften, ruhmreichen Tod gehabt. Heute zielen wir auf das Herz des Gegners. Nach dem Erfolg der Robtach-Angriffsflotte gegen die Werft der Föderation ist alles bereit. Während der Gegenoffensive der Föderation auf unsere scheinbaren Versorgungslinien unternehmen wir einen massiven Angriff gegen das Sonnensystem. Meine eigene Angriffsflotte wird die Wache der Erde ausschalten. Die Planungsangriffsflotte Corners nimmt sich die Basen im System selbst vor. Einzelne Angriffsgruppen werden die Werften auf dem Mars, Forschungsstationen bei den Jupitermonden und alle anderen günstigen Ziele zerstören. Die Verteidigung der Erde muss unbedingt ausgeschaltet werden. Wir sind einen langen Weg bis zur Erde gegangen. Nun beweisen wir unseren guten Willen, indem wir den Menschen eine ihrer größten Errungenschaften zurückgeben. Ruft weh, Zerstörung, Fall. Der ärgste Schlag ist doch nur der Tod. Und Tod will seinen Tag. Welch ruhmreicher Tag dies ist. Damit erfüllt sich mein größter Traum. Von diesem Tag an trage ich stolz das Abzeichen dieser Akademie und ihrer Lehrer. Nach der Zeremonie wurden den anderen Kadetten ihre Kommandos zugeteilt. Zunächst schien ein Fehler vorzuliegen, denn ich hatte keins erhalten. Dann teilte mir der General mit, ich sollte ihn am Abend in der Festhalle treffen. Tolek, gut, dass du gekommen bist. General, diese Umstände verwirren mich. Du meinst ein Treffen zu so später Stunde? Und die Tatsache, dass du dein Kommando noch nicht erhalten hast? Du wirst verstehen, sobald unser Gast hier ist. Ah, ist er ja. Chang, ich forderte eine private Unterredung. Tolek hat sich in unseren Unternehmungen gegen Melkor als würdig erwiesen. Also gut. Ich bin hier, um dir vom Tode Kanzler Loraks vor knapp 3 Stunden zu berichten. Und Melkor? Dieser Narr hat das Kanzleramt nicht wie erwartet ergriffen. Er hat sich vor einer Stunde öffentlich zum Imperator der Klingonen ernannt. Lächerlich! Seit Gorkon dem Schwachen gibt es keinen Imperator. Der Bruder des Narren war klüger. Nun ja, es ist ein sehr ungewöhnlicher, doch überlegter Schritt. Melkor verstärkt den Einfluss seiner Familie durch große Versprechen von Ruhm. Ich werde sicher zum Nachfolger Loraks ernannt. Du musst deine Flotte sammeln, um... Nein! Was? Ich kann dich dabei nicht unterstützen, Gorkon. Bist du wahnsinnig? Bist auch du dem Einfluss Melkors verfallen? Beleidige mich nicht. Wenn du Zweifel an meiner Haltung gegenüber Melkor hast, frag seine toten Bruder. Dann sei vernünftig. Das war ich immer. Gorkon, wir sind seit langem befreundet. Wir wissen beide, dass du Frieden mit der Föderation anstreben wirst, wenn du Kanzler bist. Ich unterstütze das nicht. Ich werde das Haus Gioch bekämpfen, doch mein Gewissen verbietet dir zu helfen. Dein Gewissen hat dich nicht abgehalten, Melkors Bruder zu töten. Als ich Kelnor tötete, war Lorak noch sehr lebendig. Aber du kennst doch die Gefahr, die Melkor darstellt. Es hat dieses Schicksal als die Zukunft seines Föderationssklaven. Und das ist dein letztes Wort? Ja, so ist es. So sei es denn. Du bist so ein hartnäckiger Narr, Chang. Dieses Mal wird uns dein Hass sehr schaden. Zajek, ich hoffe, du bist bereit. Jawohl, Sir. Also, dann hör mir genau zu. Die Kämpfe haben begonnen. Alle Seiten wollen die besten Commander an sich binden. Mit deiner Ankunft habe ich nun all diejenigen, die ich brauche. Unsere Ressourcen sind jedoch ein Problem. Sie sind im ganzen Imperium verstreut. Einige Metallfrachterkommander sind enorme Risiken eingegangen, um sie teilweise zusammenzuziehen. Du musst ihnen Geleitschutz geben. Ich erteile dir das Kommando über einen Zerstörer der Insurrection-Klasse. Dein erstes, wirkliches Kommando. Ich gehe davon aus, dass du dich angemessen verhalten wirst. Nun geh. Du blutleerer Sohn eines Tag! Besser ein Tag zum Vater als ein Menschen. Ich hätte es wissen sollen. Der General verweigerte mir ein Geschwader, doch ließ er mich zumindest unter dir dienen. Ich bin froh, dass wir unsere ersten richtigen Schlachten gemeinsam kämpfen, mein Freund. Bei all diesen schnellen Entwicklungen war ich nicht sicher, wann das sein wird. Nun, da wir alle wieder vereint sind, dauert es noch ein paar Tage, bis wir Melkor und seine Flotten ausschalten. Denk an den Ruhm, der uns gebührt. Eins nach dem anderen, Jarjek. Formiere dich zunächst an meiner Seite und folge mir ins Korok-System. Verstanden. Auf den Schirm. Kameraden, der Krieg hat begonnen. Schluss mit der Ungewissheit und dem Umschmeicheln von Bündnissen. Unterschätzt unsere Aufgabe nicht, unser Feind ist stark. Das Haus Gioch verfügt über enorme Ressourcen. Und von den drei Parteien in diesem Konflikt ist unsere die kleinste. Doch wir wenigen sind die Besten im Imperium. Und wir sind genug. Ich verspreche euch feierlich, wenn ihr alle ehrenhaft eure Pflicht erfüllt, werden wir den Feind ausschalten. Wenn wir sie besiegt haben, wird Verheerung, Mord so zur Sitte werden und so gemein das Furchtbarste, das Mütter nur lächeln, wenn sie ihre zarten Kinder gevierteilt von des Krieges Händen sehen. Die Operationen beginnen in der nächsten Stunde. Kapla! Auf den Schirm. Tolek, versuch nicht zu fliehen. An Bord deines Schiffes befindet sich ein Sender, über den wir dich verfolgen können. Soll das, Jarjek? Ich habe beschlossen zu desertieren. Ich laufe zu Melkor über. Warum? Unser Imperium könnte seine Größe wiedererlangen. Man braucht nur Weitblick. Unser geschätzter General würde lieber in seiner Akademie sitzen, diesen Menschendichter zitieren und über die Föderation genieren. Melkors Seite ist die einzige, die Sinn macht. Sollen wir auf Changs Gnade angewiesen sein, wenn uns wahre Größe erwartet? Melkor hat mir mein eigenes Geschwader und großen Ruhm versprochen. Er würde dir dasselbe anbieten. Komm mit, Tolek. Denk nur, was wir gemeinsam erreichen könnten. Ich soll mich Melkor anschließen? Und General Chang verraten? Warum nicht? Er hat uns schon längst verraten. Jedes Mal, wenn er uns auf diese erniedrigenden Missionen schickt, verrät er uns. Er hat uns vom allerersten Tag an der Akademie an erniedrigt. Bist du verrückt? Kommst du von derselben Akademie wie ich? Wie kannst du alles verraten, was du gelernt hast? Deine Ehre! War dir das? Wenn ich Belehrung bräuchte, wäre ich noch bei Chang. Ehrlich, bist du nicht der endlosen Reden müde? Wenn er als Krieger nur halb so gut wäre wie als Redner, hätte er Melkor und Gorkon schon lange besiegt, ohne Hilfe von... Dich zu kennen und sogar als Freund zu bezeichnen, beschämt mich. Du denkst, du verrätst General Chang? Nun hör gut zu. Dein Verrat mir gegenüber ist größer. Stell dich mir, Khadiba. Torlek, ich habe dir Größe angeboten. Ich hätte einfach General Melkor deine Leiche bringen können. Ich sagte, stell dich mir. Oder sollen deine neuen Kameraden von deiner Feigheit erfahren? Nun gut. Ich stelle mich der Herausforderung. Du willst Chang folgen? Er wird dich in einen sinnlosen Tod führen. Captain Koporak gerufen. Auf den Schirm. Auf den Schirm. Torlek, General hat mir befohlen, dich zur Flotte zu eskortieren. Du wirst deines Kommandos auf der Kemwi-Hack enthoben und sollst dich mir ergeben. Mir ist nicht nach Spielchen zumute, Koporak. Ich hätte fast mein Schiff und meine Crew an den nichtswürdigen Verräter Jarjek verloren. Dem General ist Jarjeks Verrat bekannt. Er will dich zu diesem Vorfall befragen und herausfinden, welche Rolle du dabei gespielt hast. Wenn du dich weigerst, habe ich den Befehl, dich zu vernichten. Was? Hält der General mich auch für einen Verräter? Das kann ich nicht sagen. Ich befolge nur meine Befehle. Torlek, ich halte dich nicht für einen Verräter. Aber habe ich dich nicht schon oft gewarnt? Ich habe Jarjek nie getraut. Und du hättest auf mich hören sollen. Jetzt siehst du, in welche Lage er dich gebracht hat. Mit dem Kaper dieser Sternenbasis haben wir einen Wendepunkt erreicht. Melkor wollte eine persönliche Konfrontation mit unseren Truppen vermeiden, aber er hat keine Wahl mehr. Diese Sternenbasis dient uns als Ausgangspunkt zu den wichtigsten Stellungen des Hauses Gioch. Wenn wir ihn empfindlich getroffen haben, muss der Feind sich uns stellen. Dann werde ich zu gegebener Zeit diesem ehrlosen Verräter ein Ende bereiten. Mit seiner Niederlage kann ich den drohenden Aufstieg von Stabschef Gorkon verhindern. Beide Gefahren werden angegangen und eliminiert. Ehre dem, der also wandelt. Bitte. Hallo? Was ist passiert? Die Reaktoren wurden sabotiert. Wir verlieren Energie. Das Einigungsfeld kollabiert in 18 Minuten. Die Sternenbasis wurde sabotiert. Wir haben 18 Minuten, bis die Energiereserven ausgehen und das Antimaterie-Eindämmungsfeld zusammenbricht. Beamt euch zu euren Schiffen zurück. Wir müssen so viele Krieger und Ressourcen wie möglich retten. Füllt eure Laderäume mit Evakuierten und schleppt die gekaperten Kriegsschiffe vom Ort der Explosion weg. Wir haben noch 17 Minuten. Los! Auf den Schirm. Melkor! Keine Sabotage mehr. Keine schändliche Sabotage mehr. Verstanden? Löse dich von deiner Flotte. Ich tue das auch. Dann erledigen wir das schon, du und ich. Sir, Melkor wendet sich auf offener Frequenz an General Chang. Ja. Zeitübertragung zusammenlegen. Chang? Erweist du so deinem künftigen Imperator die Ehre? Ja, du bist ein Feigling. Stell dich mir. Lass mal sehen, wie gut du kämpfst, wenn du dich nirgends verkriechen kannst. Verwechsel mich nicht mit meinem toten Bruder, Chang. Ich bin nicht vom Weib geboren, wie dein Menschendichter sagen würde. Ich brauche nicht zu kämpfen. Du bist schon besiegt. Deine Truppen sind im Chaos und mit Flüchtlingen belastet. Widerstand ist Selbstmord. Aber ich kann großzügig sein. Knie vor mir nieder, Chang, und du darfst meinen Sieg über Gorkon teilen. Als Zeichen meines guten Willens schwöre ich, dass ich nie Frieden mit der Föderation schließen werde. Du willst dich mir nicht stellen und mich mit falschen Versprechungen verführen? Nun gut, ich komme zu dir. Dazu töte ich sogar jeden Krieger, hinter dem du dich versteckst. Black. General, wenn Melkor getötet werden muss, folge ich und gebe Feuerschutz. Es bleibt keine Zeit. Selbst wenn ich mich opfern würde, um diesen Feigling zu töten, könnte unsere Flotte sich nicht retten. Nicht mit den Flüchtlingen an Bord und angesichts der Übermacht. Lass das Schiff, das du schleppst, los und greife die Vorhut von Melkors Flotte an. Ich werde Melkor verfolgen, doch ich schicke eine Angriffsgruppe zur Unterstützung. Du musst Melkors Vordringen behindern, bis du abberufen wirst. Du musst uns die nötige Zeit zum Neuformieren verschaffen. Melkor glaubt, ich wolle nur ihn. Die schwersten Kriegsschiffe seiner Flotte müssen diesen Feigling beschützen. Das ist unsere einzige Chance. Chang, Ende. Auf den Schirm. Mit Chang Verbündeter, was bedeutet das? Sir, ich habe Befehl, diese mobile Anlage zu kapern. Ich erinnere daran, dass wir denselben Feind bekämpfen. Ich möchte keine Konfrontation mit Chang, aber ich lasse nicht zu, dass die Anlage eingenommen wird. Auch ich will keine Konfrontation, Sir. Doch meine Befehle sind klar. Ich werde das Reparaturdock einnehmen oder dabei sterben. Du warst bei Chang, als ich ihn zuletzt traf. Torlek, nicht wahr? Ich bin einer von General Changs Captains. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesprochen. Meine Versuche, Verbindung aufzunehmen, hat er alle ignoriert. Ich bin bereit, über das Reparaturdock zu verhandeln, wenn du ein Treffen arrangierst. Ich will keine Konfrontation, Sir. Befehle sind exakt. Es gibt aber einen Weg. Ich höre... Wir haben nicht genug Reparaturanlagen. Wenn du sie mir überlässt, wäre das eine Geste des Friedens. Der General würde dann vielleicht einsehen, dass die Zeit zur Versöhnung gekommen ist. Wir bekämpfen denselben Feind, nicht wahr? Und wenn ich ablehne? Dann werde ich in den Hallen von Sto-Vo-Kor feiern, zusammen mit den Kriegern, die mich aufhalten sollen. Ich sehe, dein Mentor wählt seine Krieger immer noch wohl überlegt. Nun gut, Captain Torlek. Ich weiß von Changs Bedarf an Kriegsmaterial. Ich nehme den Vorschlag an, aber unter einer Bedingung. Sir? Ich tue dies, um einen guten Willen zu bekunden. Der General soll wissen, dass wir denselben Feind haben. Eines Tages muss er sich mit mir befassen, wenn wir das Imperium retten wollen. Gorkon Ende. Auf den Schirm. Krieger? Ein romulanischer Diplomat wurde im klingonischen Raum gefangen. Er hat unter Befragung enthüllt, wie eng Melkor mit dem romulanischen Imperium zusammenarbeitet. Melkor hat anscheinend den Romulanern im Gegenzug für Militärunterstützung das Talinor-System versprochen. Dieser Verräter, dieser Usurpator, hat unsere Hauptquelle der Energieerzeugung weggeworfen. Im Moment verbreitet sich diese Nachricht im ganzen Imperium. Melkors politische Macht wird schwächer, doch das genügt nicht. Wir müssen mit Warp sofort zu den Talinotoren und das gesamte System sichern. Dieser Angriff lockt Melkor sicher in die Falle, die sich dann schließt. Nicht lange und der Krieg ist vorüber. Das ist alles. Tabla! Kmak, auf den Schirm. Bei Kahless. Torlek? Ich wollte nur das nächste Kriegsschiff von Chang rufen. Doch wie gut, dass du es bist. Kmak, wie kannst ausgerechnet du diesem ehrlosen Verräter dienen? Ach, das ist eine traurige Sache. Kurz gesagt, mein älterer Bruder, Führer meines Hauses, hat sich Melkor angeschlossen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe dich gerufen, um dich zu warnen. Dieses System und alles Leben darin wird vollends zerstört. Was meinst du damit? Wie? An Bord meines Schiffes befindet sich ein vor Monaten gestohlenes Gerät aus dem Forschungszentrum zur Schwächung großer Gravitationsfelder. Ich werde es am Rande des Ereignishorizonts des Schwarzen Lochs aktivieren. Die gravimetrischen Wellen werden die Talinor-Sonne destabilisieren und sie zu einer Supernova machen. Warum? Wo liegt da der Sinn? Melkor möchte die Talinor-Tore lieber zerstören, als sie an Chang zu verlieren. Ich habe Befehl, die Aufgabe auszuführen, Torlek. Das ist Wahnsinn! Dieses Sternsystem ist die Hauptquelle der Energieproduktion des Imperiums. Bedenke, was das für unser Volk bedeutet. Melkor wird diese Schlacht trotzdem verlieren, aber dann handeln wir das Imperium lahmlegen. Ich weiß. Doch es ist meine Pflicht. Meine Ehre verlangt, dass ich dich warne. Verlass das System. Es ist gerade noch Zeit, deine Kameraden zu warnen und mit Warp zu entkommen. Hör mich an, Kmak, tu es nicht. Sprich mit Chang, er weiß was... Ruhm und Ehre für dich, Torlek, Sohn des Rohrbach. Sag dem General. Sag ihm, er wird mich leider nicht finden in den Hallen von Sto-Vo-Kor. Kmak, warte. Auf den Schirm. Krieger... Trotz unseres kürzlichen Verlustes möchte ich euch für eure Taten im Talinor-System loben. Niemand konnte das Ausmaß von Melkors Verrat ahnen. Mit der Zerstörung des Talinor-Systems haben wir für immer einen Teil unseres Geburtsrechtes verwirkt. Deshalb steht der Usurpator nun alleine da. Niemand im Imperium wird Melk unterstützen. Dem Hause Gioch ist ein Tadel gewiss. Der Krieg gegen den Usurpator ist vorbei, doch unsere Pflicht nicht vollendet. Wir müssen Melkor finden und ihm den Hohen Rat ausliefern, damit sein Verrat bestraft wird. Ist unsere einzige, wenn auch geringe, Chance, Gorkons Aufstieg zu verhindern. Zeit ist ein wichtiger Faktor. Jedem von euch wird ein Suchgebiet zugeteilt. Das ist alles. Chang, Ende. Gorkon verbündeter Kriegsschiffe, die in das System eindringt. Captain, wir werden von einem mit Gorkon verbündeten Schiff gerufen. Mit Chang Verbündeter, ich wünsche mit dir in Frieden zu sprechen. Hier ist Captain Torlek vom Schlachtschiff Milot. Captain, ich höre, du bist einer von Changs meistgeschätzten Kommandern. Das ist gut, denn du musst etwas tun. Und was wäre das? Nun, da der Krieg vorbei ist, wird der Hohe Rat zusammenkommen und mich als Kanzler anerkennen. Nach all dem habe ich keine andere Wahl, als Changs Handeln als Verrat anzusehen. Ich möchte dies vermeiden, Captain. Nach den Ritualen von Rosh Hom werde ich im Lockdown-System mit meiner Geleitgruppe 2 Tage auf Chang warten. Ich schwöre, ich werde alles tun, um einen akzeptablen Kompromiss zu erzielen. Teile dies deinem Mentor mit, Captain. Wir müssen unser Imperium retten. Ich werde dem General die Nachricht überbringen. Gut. Wenn die anderen Krieger von Chang ebenso weise sind wie du, Captain, wird er zweifellos in dieser Sache gut beraten werden. Gorkonek. Auf den Schirm. Dalek! Ich habe viel mit dir zu bereden. General, ich habe vor kurzem Gorkon im Q-Vot-Lu-System getroffen. Er bat mich, eine dringende Nachricht zu überbringen. Das ist jetzt unwichtig. Ich habe gerade eine kodierte Nachricht vom Usurpator erhalten. Du kennst seinen Standort? Nein, aber ich weiß, wo er sich befinden wird. Er will für den Tod seines Bruders Rache nehmen und hat mich zum Kampf im Talinor-System herausgefordert. Ich habe beschlossen anzunehmen. Sir, das muss eine Falle sein. Möglich, doch das ist egal. Ich verstehe nicht, Sir. Wenn es eine Falle ist, dann... Wenn ich Melkor schnappe oder töte, erreiche ich, was wir uns seit der Zerstörung der Talinor-Tore zum Ziel gesetzt haben. Selbst wenn es eine Falle ist und ich versage, sterbe ich ehrenhaft gegen einen verhassten Feind. Das ist besser, als mit anzusehen, wie Gorkons Träume wahr werden. Und es ist meine einzige Wahl. Ich muss es tun. Ja, General. Doch warum jetzt? Können wir nicht warten, bis die Flotte aufgestellt ist? Falls es eine Falle ist. Die Zeit ist knapp. Das Duell wird in 3 Stunden stattfinden. Um die Flotte von der Suche zurückzubeordern, brauchen wir einen Tag. Dann komme ich mit, Sir. Nein. Die Flotte muss zurückbeordert werden. Du musst hier auf sie warten. Doch Gorkon sagte... Ich kenne diese Nachricht, die du mir bringen sollst. Dieselbe hat er schon mehrfach geschickt und ich lehne immer noch ab. Meine einzige Bedingung für diese Versöhnung ist, dass er schwört, niemals mit der Föderation Frieden zu schließen. Und das wird er nie tun. Dann ist das der einzige Weg. In der Tat. Torlek, wenn ich nicht wiederkehre, erwarte ich, dass du dich dem würdig erweist, was ich dich gelehrt habe. In meiner Abwesenheit kommandierst du die Flotte. Kapla. Chang! An alle verbündeten Kriegsschiffe in der Nähe! Bitte antworten! Wiederhole! Hier General Chang an alle! Kommunikation, Signal erfassen. General, hier Captain Torlek. Das Signal ist schwach, doch wir empfangen jetzt. Torlek, die Zeit ist knapp. Hör mir gut zu. Melkor hat eine Falle gestellt. Laner unterstützen ihn und in größerer Zahl als je zuvor. Sie haben uns sofort nach Ankunft im System angegriffen. Wie ist das möglich? Er war erledigt. Er ist nicht erledigt. Nach der Zerstörung der Talinor-Tore überredete er sofort den Senat der Romulaner, ihn bei seinem Kampf um den Thron zu unterstützen. Dieser Melkor war dreist genug, mit seinem Verrat zu prahlen, während wir um unser Leben kämpften. General, ich kann in weniger als einer Stunde dort sein. Torlek, dieser Krieg hat das Imperium so geschwächt wie seit 100 Jahren nicht mehr. Wir müssen ihn beenden, bevor Melkor und seine romulanischen Alliierten mit voller Kraft angreifen. Ich befehle dir, so viele Kriegsschiffe wie möglich auszumachen und mit maximalem Warp ins Talinor-System zu bringen. Melkor muss gefunden werden und getötet werden, um jeden Preis. General, deine Koordinaten. Wir werden uns erst anschließen und dann den Verräter erledigen. Vergesst mich! Meine Chance ist, Melkor hier lange genug festzuhalten, bis ihr ihn erledigt. Wir müssen jedes Opfer für unser Imperium bringen. Dafür wurden wir ausgebildet. Das ist es, was Klingonen ausmacht. Auf den Schirm. So trifft man sich, Captain Torlak. Gorkon, die Zeit ist knapp. General Chang kämpft im Talinor-Nebel gegen Melkor. Er ist von einem Kampfverband romulanischer Kriegs... Der Usurpator? Romulaner? Was soll... Melkor hat die Unterstützung der Romulaner. Er erhebt wieder Anspruch auf den Thron. Ich habe Befehl, alle Kriegsschiffe auszumachen und sie mit maximalem Warp zum Talinor-Nebel zu bringen. Wir müssen Melkor aufhalten, bevor er uns wieder entkommen kann. Sehr gut, Captain. Ich nehme dich beim Wort und nehme Kurs auf den Talinor-Nebel. Gorkenende. Torlak! Was hast du getan? Sir? Melkor ist entkommen. Du hast mich im Stich gelassen. Das Imperium ist nun schwächer als je zuvor. General, ich kam mit der geforderten Unterstützung. Ich habe nicht um Gorkon gebeten. Er hat mir die Niederlage erspart, wir stehen nun in seiner Ehrenschuld. Ich muss ihm Treue schwören und jede Opposition zu seiner Politik aufgeben. General, ich... Sei ruhig! Melkor unternimmt nun sicher einen vollen Angriff und ich muss Gorkon bei der Verteidigung dienen. Du wirst im Kampf keine Rolle spielen. Ab sofort bist du auf Grenzpatrouille. Du wirst nicht länger meiner Flotte dienen. Das soll dich an dein Versagen erinnern. Auf den Schirm. Ich bin Pregia de Tok. Gib mir deinen Namen und den Zweck deines Aufenthalts. Ich bin Captain Torlak. Wir reagieren auf das Notsignal des Außenpostens. Sind Föderationsschiffe in der Gegend? Ach, das ist noch besser, als wir hofften. In dieser Gegend sind keine Föderationsschiffe. Lakai des Chang. Hier waren nie welche. Was? Was soll das heißen? Ich diene Lord Melkor. Wir haben den Beobachtungsposten zerstört. Warum? Inzwischen müsste der Notruf auch Kronos Prime erreicht haben. Wenn Chang ihn hört, wird er glauben, ein umfassender Angriff der Föderation haben begonnen. Er wird sich sofort mit möglichst vielen Kriegsschiffen mit Warp hierher begeben. Gorkons Stärke wird um die Hälfte abnehmen und Lord Melkor erobert Kronos. Du hast das Leben von Kriegern verschwendet! Der General hat Befehl, in Kronos zu bleiben, um... Du überschätzt Chang. Er widersteht dieser Versuchung nicht. Wenn er erfährt, dass die Föderation seinen besten Schüler getötet hat, wird er mit Sicherheit einen Krieg auslösen. Chang dient Lord Melkor als ideales Friedensopfer an die Föderation. Dein Mentor wird den Rest seines Lebens in einer Strafkolonie der Föderation fristen, wo ihm selbst der schmachvollste Tod versagt bleibt. Chang wird nie seine Pflicht verraten. Ich töte dich! Ich schwör dir den Atem. Der romulanische Kampfverband in diesem Sektor weiß von deiner Anwesenheit. Du kannst uns nicht besiegen. Wir werden sehen, Khadiba. Doch was auch geschieht, du wirst es nicht mehr erleben. Frequenz schließen. Gorkon im Subraum, Sir. Auf den Schirm. Auf den Schirm. Torlak, die Nachricht kam viel zu spät. Chang ist bei Eintreffen des Notrufs sofort aufgebrochen. Er hat 3 Angriffsflotten mitgenommen. Dies geschah zum ungünstigsten Moment. Eine riesige Armada romulanischer Kriegsschiffe durchquert die neutrale Zone. Ohne Chang und seine Flotten haben wir kaum eine Chance. Kanzler, wie lauten deine Befehle? Findet Chang. Ich weiß, dass er dir misstraut. Doch wir haben niemanden und kaum Zeit. Sag ihm, ich befehle seine sofortige Rückkehr. Sag ihm irgendetwas, doch bring ihn zurück. Ich werde alles in meiner Macht tun, Kanzler. Das Schicksal des Imperiums liegt in deiner Hand, Torlak. Gorkon, Ende. Torlak, gerade aus dem Wahl-Leg-System. Ich habe jetzt keine Zeit, Koporak. Wir haben einen Notfall. Hör mir zu. Unsere Sensoren erfassen 3 große Flotten, die sich mit Warpgeschwindigkeit im Gamma-City-System nähern. 4 dieser Schiffe konnten wir identifizieren, darunter das Schlachtschiff von General Chang. Bist du da ganz sicher? Ja. Ich habe außerdem einen Teil der Übertragung aufgefangen, die du vom Kanzler empfangen hast. Aufgrund der großen Entfernung war sie verstümmelt, aber ich glaube, ich weiß, was hier vorgeht. Danke, Koporak. Du hast mir genau die Informationen geliefert, die ich brauche. Torlak, Ende. Warte! Bist du... General Chang gerufen. Auf den Schirm. Torlak, Gut, dass du an diesem glorreichen Tag bei uns bist. Unsere Differenzen vergessen und uns gegen die Föderation vereinen. Deshalb bin ich nicht hier. So? Warum bist du dann hier? General, ich muss dich vor einer romulanischen Armada warnen, die nach Kronos unterwegs ist. Das ist Melkors vorgezogener Angriff. Kanzler Gorkon befiehlt deine Rückkehr. Unser Feind ist hier? Was erwartet er denn von uns, dass wir tatenlos zusehen, wie die Föderation unsere Grenzen überquert? Sir, die Zerstörung des Beobachtungspostens war eine Täuschung von Melkor. Sie sollte dich in die Irre führen und von der Verteidigung Kronos ablenken. Es gab keinen Angriff durch die Föderation. Wir befinden uns nicht im Krieg. Gorkon schickt mich mit dieser Nachricht. Das ist eine unglaubliche Lüge! Gorkon fürchtet einen Krieg mit der Föderation so sehr, dass er die Wahrheit verleugnet. Ich werde mich dieser Täuschung nicht anschließen. General, das ist jetzt alles unwichtig. Meine Argumente, die Föderation, sogar Melkor. Wichtig ist, dass der Mann, dem wir Treue geschworen haben, uns nach Hause befiehlt, um unser Volk zu schützen. Alles, was heute zählt, ist unsere Ehre und Pflicht. Führe deinen eigenen Krieg mit der Föderation. Töte mich, wenn du willst. Doch erst musst du mir ins Gesicht sagen, dass du deinen Glauben verrätst. Gib zu, dass du alles verrätst, was du mich gelehrt hast. Dann erkenne ich, dass die Föderation dich schon durch deinen eigenen Hass untergraben hat. Sehe, du hast von mir nur zu gut gelernt. Nun gut. Ich werde die Flotten nach Kronos führen. Doch merkt ihr, mir wird nun schon zum zweiten Mal ein ehrenvoller Tod im Kampf verwehrt. Du kannst dir nicht vorstellen, was das kosten wird. In den Tagen nach dem Ende des Bürgerkrieges veränderte sich vieles. Kanzler Gorkon zögerte nicht, seine Position zu festigen. Unter seiner Führung begann das Imperium aus Chaos Ordnung zu schaffen. Doch mit dem Verlust des Talinor-Systems wurde unser Handlungsspielraum eingeschränkt. Einst waren wir reich an Ressourcen. Heute müssen wir den Praxismond plündern, um den endlosen Hunger unseres Imperiums an Energie zu stillen. So überrascht uns auch der Bruch der Romulanischen Allianz nicht, der uns in den Zustand einer Blutfehde versetzte. Nicht nur dafür wurde das gesamte Haus Gioch vom Hohen Rat getadelt. Die wenigen noch lebenden Befürworter Melkors suchten nach der Vergeltung Asyl bei ihren romulanischen Alliierten. Aber ich glaube, es ist besser, durch Feindeshand zu sterben, als mit solcher Schande zu leben. Und was mich angeht, so entschied das Schicksal, meinen Ruhm zu verschweigen. Das volle Ausmaß meines Handelns im Krieg wurde vom Hohen Rat als Geheimnis gehütet. Dies geschah, um die der Föderation gegebene Geschichte am Leben zu halten. Ich weiß nicht, ob die Sternenflotte wahrhaftig glaubt, dass Chang seine Flotte durch die neutrale Zone führte, nur um Melkor glauben zu machen, Kronos wäre ohne Verteidigung. Aber vielleicht ist die Wahrheit schwerer zu akzeptieren als eine Lüge. Trotz dieser Täuschung kursierten zeitweilig Gerüchte um meine Zukunft. Es hieß, ich solle der neue Militärberater werden. Eine große Ehre für mich und meine Familie. Leider trafen diese Gerüchte nicht zu. Stattdessen wurde ich vom Hohen Rat dazu bestimmt, eine Expedition in die Tiefen des Raums zu leiten, um neue Energiequellen zu finden. Kurz vor meiner Abreise bat mich Chang um ein letztes Gespräch. Tolle! General! Oder sollte ich dich besser mit deinem neuen Titel ansprechen? Stabschef. Ich habe dich nicht zum Austausch von Formalitäten hier gebeten. Warum dann? Warum dieses Treffen? Um dir unter anderem Lebewohl zu sagen. Lebewohl? Angesichts deiner Feindseligkeit mir gegenüber hätte ich das am wenigsten erwartet. Das macht keinen Sinn. Und überhaupt, warum hast du zugestimmt, Gorkons Stabschef zu werden? Deine Schuld ist beglichen. Noch nicht. Gorkon bestand darauf, dass ich 2 Jahre in diesem Amt diene. Wie hat er es mir gesagt? Ach ja, trotz unserer Differenzen gibt es keinen geeigneteren, keinen, dem ich mehr vertrauen kann. Das waren seine Worte. Sehr diplomatisch, nicht wahr? General Chang, ich weiß, dass du meine Nominierung zum Militärberater blockiert hast. Warum also dieser freundliche Abschied? Wir beide wissen, dass du wegen meines Handels im Talinor-Nebel immer noch einen Groll gegen mich hegst. Nein, ich habe erkannt, dass du nur getan hast, was ich dir beigebracht habe. Du hast dich wie ein wahrer Krieger verhalten und das glanzvoll. Ich hege keinen Groll. Du solltest aber vielleicht das Imperium eine Zeit lang verlassen. Wir stehen am Beginn einer neuen Zukunft. Diese Zukunft wird die alten Helden vergessen und neue bringen. Du bist einer meiner besten Schüler. Du musst dir in dieser Zukunft einen Platz schaffen, während ich abtreten muss. Du hast mir als treuer Krieger und Freund gedient. Und als Gewissen, als die Situation am schlimmsten war. Doch du kannst mir nicht folgen. Und ich brauche nichts als mein eigenes Gewissen. Leb wohl, Tolek, Sohn des Rohrbach. Gewissen? Wovon hast du dich losgesagt, Chang? Der steigt durch Schuld, der muss durch Tugend fallen. Was willst du mit all dem sagen? Wohin gehst du? Ich gehe in das unentdeckte Land, von dessen kein Wanderer wiederkehrt. Das war das letzte Mal, dass ich General Chang sah. Und trotz der folgenden Ereignisse habe ich seine Lehren niemals vergessen. Wenn ich heute gefragt werde, was aus ihm wurde, setze ich mich nieder zu Trauermeeren von der Könige.